So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben die Toiletten weggerissen. Jawollo, denn jetzt werden wir neue Toiletten hier renovieren. Generell ist der Fußboden ganz schön. Da müssen wir doch auch mal was tun, ne? Aber jetzt erstmal den Standardboden mal weitermachen. So viel Geld haben wir auch nicht. Wir haben ja einiges jetzt gerade vor uns. So. Bisher hatten wir zwei getrennte Toilettenräume, was halt auch sehr viel Platz die ganze Zeit wegnimmt. Dementsprechend kann ich den einfach hier mal... Ich will ihn nicht kopieren, ich will den moven, bitte. Können wir den mal bewegen? Bewegen, da. So, dann können wir den... Stelle ich den jetzt noch hin? Ich würde den hier hinstellen. So. Den hier hin. Ah, den stellen wir mal lieber hier oben hin. So. Okay, und jetzt können wir hier anständige Toiletten hinnageln. Gut. Toiletten. Wir brauchen eine anständige Toilette mit Hochspüler. Ne? So. Zack, zack, zack. So, da haben wir drei Toiletten. Guck mal, hier gibt es auch Kabinentüren. Guck mal, gibt es auch einfach so. Dann können wir nämlich hier... Ups. Reicht da das zu? Ist ein bisschen eng so, ne? Nee, nee. Da muss schon noch eine Wand dazu. So. Und so. Jetzt brauchen wir Toiletten, Kabinentür. So. Irgendwie funktioniert. Achso, jetzt verstehe ich. Ich muss noch eine Wand. Genau, ich muss noch eine Wand hier so ziehen, quasi. So. Jetzt gibt's die Kabinentür. So. Anständige Toiletten. Okay. Die können auch ruhig anders aussehen. Hier das Gebauerte vorne vor, das darf so bleiben. So. Eine Wand mit der Farbe bitte. Ah, ich kann auch generell eine Färbung ändern von der Textur her oder was? So. So. Kurz gucken. Wupp. Anständige Spüle hinmachen. Da, da. So. Und. Ein anständiger Spiegel hier noch an die Wand. So. Damit haben wir vernünftige Toiletten. Jetzt kommt da noch einmal die Färbung noch mal ins Spiel, dass wir das hier noch mal auch alles vernünftig einfärben. So, und damit haben wir dann angenehme und hübsche Unisex-Toiletten geschaffen. So, hier kommt noch mal ein Rahmen hin. Also da brauche ich wieder die Wand erst. So, eine Wand. So, jetzt kommt der Rahmen einmal da dran. Fertig. Das sind die Toiletten. Okay, jetzt noch die Beleuchtung von der Kackhütte fertig machen. Und dann funktioniert das. Können wir das einmal bitte ein bisschen hier rüber bewegen? So. Jeder bekommt natürlich seine eigene Kackbeleuchtung. So, dann ist das auch schön. Und dann ist das fertig. Dann haben wir jetzt einmal anständige Toiletten gebaut, die jetzt noch einen vernünftigen Fußboden kriegen von der Optik her. Und dann passt das.
Nee, aber auf Laminat will man doch nicht kacken, oder? Was kriegen die denn hier? Ja, genau an sowas habe ich gedacht. So. Schön. Das sollte doch so gehen. Können wir das nochmal bewegen vielleicht? Das hier? Ist das jetzt passender von der Positionierung her? Das sehe ich nämlich nicht so richtig. Her. Ich glaube, so ist das ganz gut positioniert. So. Oder? Schon besser. Okay, dann können wir jetzt auch den Tag beginnen. So. Ich gucke auch mal, dass wir, also jetzt nicht in dieser Folge, sondern wahrscheinlich erst in der nächsten, weil jetzt erstmal. Ich muss mal ganz kurz hier noch. Doch, okay, also Putzkräfte sind hier ja genug. So, ne? Haben wir hier noch Putzbereiche? So, Putzbereiche war das so. Nee. Müssen wir mal dem Putzbereich noch eine weitere Person zufügen. Wir müssen die Putzbereiche einfach nochmal neu machen. So. Nützt nix. So. Küchenputzen. Zack. Machen wir sowieso immer die gleichen hier. Obwohl, nee. Es wäre schlauer zu sagen, okay, wer ist am Grill hier? So. Okay, also die Personen, die auch am Grill stehen und da, die sollten sich dann auch letzten Endes um die Küche kümmern. Weil es ja die Personen sind, die auch in der Küche sind. So, also ne, der mag jetzt nicht so das Pusten, aber trotzdem. So, also da zum Beispiel und da und naja, wenn das Putzen schon so mag. So. Ich mache einen großen Putzbereich, oder? Ich meine, macht das einen Unterschied? Wahrscheinlich nicht. So, und nee, muss auch mit putzen. Schwellenwert. Arbeitskräfte reinigen den Boden und die Objekte in diesem Bereich, wenn die Sauberkeitslevel unter diesem Schwellenwert liegt. So. Okay. So. Machen wir mal einen Testrun. Es müsste ja eigentlich hier erstmal kräftig rumgeputzt werden, alles, ne? Na, das tun sie jetzt auch tatsächlich hier. Ja, guck mal, da wird die Bude doch mal endlich gereinigt. Sieht doch gut aus jetzt. Oh, es ist Scheißwetter, guck mal. Stellungen wurden geliefert, auch schön. Oh, wir haben keine Gemüsebrühe. Okay, da müssen wir aber nachhaken. So. Das ist aber Käse jetzt. Wir bestellen die jetzt nicht hier das Linksbums. Nee, nee. Ja, okay, also da passiert erstmal nichts. Nee, nee, wird alles nicht bestellt. Gut. Nicht so schlimm. Man konnte mich auf der Toilette. Achso, das war Tag 2. Ja, okay. Gut. Knoblauch wird knapp. Okay. Aber wird Knoblauch nicht auch dann dir danach bestellt? Ja, wurde wohl gerade geliefert, ne? Also jetzt. Ja, okay, gut. Dann ist ja noch. So, aber jetzt sieht's doch ganz brauchbar aus hier. Oho, guck mal, Jade hat hier richtig rausgehauen. Sind genug Feuerlöscher da? Ja. Ein bisschen nervös, wenn der gute Jeff da noch. Eigentlich sollte ich Jeff da nicht mehr gehen lassen. Eigentlich sollte ich sagen, okay, Jeff macht hier andere Sachen. Jeff, möchtest du nicht. Ich habe auch schlecht im Bedienen. Ah, nee, komm. Wenn's brennt, dann brennt's. Spaß muss sein.
Guck mal, jetzt haben wir hier richtig schöne Toiletten hier. Sehr nice. Können wir auch mal ein bisschen beschleunigen, die Kiste, oder? Jetzt können wir uns das mal hier ansehen, wie das hier so läuft. Was sind denn so die Gedankengänge? Guck mal, da. Ich lerne hier eine Menge. Ja, Jeff, das lernst du. Wurde auch gerade tatsächlich irgendwie gelevelt, ne? Ja, er mag aber seine Arbeit. Er mag seine Arbeit auch. Er ist voller Energie. Ich werde hier am besten bezahlt. Ja, dann hat er seine Arbeit doch auch. Ja, er mag seine Arbeit auch und er auch. Ja, richtig schön. Guck mal, auch Level up. Nice. Guck mal, wie sie alle ableveln. Ja, so läuft's doch. So ist das eine feine Sache. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir hierhin noch irgendwie expandieren können. Jetzt habe ich die Toilette aber ziemlich dumm dahin gebaselt. Aber trotzdem, dann kommen wir vielleicht hier entlang. Ja, ja, doch. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Vielleicht müssen wir die Küche auch einfach verrücken noch darüber. Also das... Ich glaube, wir haben hier noch eine Menge Platz. Wir können das Restaurant noch richtig schön umbauen. Auch hier fehlt es doch generell an Fenstern und so. Moment, was ist hier los? Was war das? Ah, oh, hier, Leute. Ich möchte, dass ihr das seht. Die bei uns Steak à la Nerd war köstlich. Nice. Anscheinend war wirklich die Kombi das Ding, dass der Mais halt da ekelhaft war. Jetzt ist das ein Ding. Geil. Was, wie laufen die Rezepte denn überhaupt? Guck mal, ja, okay, okay, okay. Ja, der Bacon Cheese wird noch wird nicht so doll gekauft, aber... So. Prinzipiell sind aber alle zufrieden. Ich musste warten. Ja, okay. Oh, hier, ich hasse alles auf der Karte. Sieht aber echt toll hier aus. Ja, guck mal. Jetzt können sie auch die Toiletten sauber, vernünftig benutzen. Frittieren nicht wirklich. Ah, da brennt es schon wieder. Wer war das? Oh, Camilla war das. Könnt ihr das bitte alle löschen? Bitte, bitte, bitte. Danke. Ah, bitte löschen. Sehr gut. Und weiter geht's. Muhaha. Schnell putzi putzi und weiter, weiter, weiter. Genau, sprüh mal, sprüh mit Seifenlauge ins Frittierfett. Richtig gute Idee. So. Ah, Tomaten-Chef Bezos hat eine gute Figur beim Kochen gemacht. Sehr gut. Ich musste warten. Ja, okay. Ja, du musst jetzt einen Moment warten. Ja. Okay, jetzt kommen hier aber einige. Wir müssen vielleicht tatsächlich nochmal jemanden einstellen. Jemanden, der bedienen kann. Kirsten kann bedienen. Oh, und Jody bedient richtig gerne. Die kann zwar nicht so gut, aber die macht das ganz gerne. Wir nehmen die Jody. Die Jody kriegt aber auch viel Geld. Oh, die Kirsten kriegt noch mehr Geld. Nee, die Jody kriegt gar nicht so viel Geld. So, okay, dann so, dann müssen wir der Jody noch hier die passenden Plätze zuordnen. Wo ist sie denn? Achso, die kommt jetzt erstmal. So, so, jetzt haben wir sie. Da. Okay, ich möchte gerne... Irgendwie klappt das gerade nicht mit dem Automatismus. Warum klappt das nicht? So. Tomatenchef macht das nicht mehr, sondern Jody. Können wir die tauschen? So. Wupp. So. So. Obwohl, so können wir das hier lassen. So, dann macht Tomatenchef macht noch zwei Tische. Jody macht auch drei. Dann sollte das doch gehen, oder? Okay, irgendwas ist hier gerade an Stimmung. Hier ist es voll. Okay. Wir haben einen Angestellten zu viel, scheinbar. Das zieht so ein bisschen die Stimmung runter. Aber wir warten es einfach mal ab. Okay. Aber wir wollen ja sowieso ausbauen. Von daher ist das ja dann völlig in Ordnung, wenn es ein bisschen voller ist. Weil wir gleich... kräftig ausbauen. Ich glaube, das Erste, was wir machen könnten, wäre hier schon mal diese zusätzlichen 20 Quadratmeter zu holen. Das wäre schon mal ganz gut. Denke ich doch. Welcome Burger war ekelhaft. Du bist ekelhaft. Neue Anfragen, was? Was ist das? Was? Neue Anfragen? So, oh, Rezept.
Standardrezept. Fritt. Oh, ich habe aus Versehen jetzt ein Rezept aufgenommen. So, guck mal. Ah, wir haben wieder 2% mehr negative Kritiken als vorher gehabt. Aber okay. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Sieht echt toll aus. Hier ist relativ sauber. Hier ist es sauber. Ist, glaube ich, oder günstig. Nee, von extrem. Da. Das sieht doch alles ganz gut aus. T-Bone Steak à la Nerd war köstlich. Einmal. Ich glaube, das ist aber im Vergleich nicht so gut, oder? Balkan Burger war ekliger. Ja, nee, aber keiner hat gesagt, dass meins ekelhaft war, oder? Nein. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu den Finanzen rüber. Wir haben Minus gemacht, weil wir haben die Toiletten gebaut. Aber das ist ja nicht schlimm. So, und dann gucken wir mal weiter. So, das Personal. Nathan war mit sehr viel mehr Servieren beschäftigt als mit Reinigen im Vergleich zum Tag davor. Das ist aber auch in Ordnung. Guck mal, Jade kocht und reinigt auch sehr, sehr viel. Jonathan reinigt massiv viel und serviert nicht sehr viel. Camila kocht und reinigt. Und Jody war was? Achso, die ist neu, ne? Jody ist die neue. Wahrscheinlich deswegen jetzt im Vergleich, ne? Ja, okay. Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Werden wir im Auge behalten. Und, Tomato Jeff ist sehr viel am Kochen und serviert zwischendurch auch ein bisschen. Okay, gut. Sehen wir uns die Gerichte an. Das T-Bone Steak ging überhaupt nicht gut. Vielleicht muss das nochmal raus. Aber trotzdem, der Mega Sloppy läuft ganz gut. Also meine beiden Kreationen, die laufen gar nicht gut. Aber okay, dann müssen wir nochmal gucken. So, dann sind wir soweit durch. Okay, jetzt können wir mal kurz gucken, ob wir schon mal, ob wir ein bisschen expandieren, ob wir die Geschichte hier etwas größer machen. Dann können wir doch mal das hier abreißen. Moment, das müssen wir erstmal so. Plöpp, 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 plöpp. So, wieso kann ich das? Achso, da ist wahrscheinlich irgendwie. Auch kurz einmal weg. So. Jetzt bauen wir die neue Wand. Zack. Okay, dann kriegt ihr noch einen anderen Anstrich von außen. Was haben wir da? Wir haben da das hier. So. Jetzt haben wir ein paar Quadratmeter mehr. Das ist doch schon mal was. Dann können wir wieder die hässliche Farbe hier nehmen. So. Und dann können wir die Tische noch setzen. Ups. So, dann gucken wir mal, dass wir die generell ein bisschen umsetzen. So. So, ich sehe gerade, da haben wir noch was vergessen. Okay. Und wie viele Tische kriegen wir wohl hier hin? Wahrscheinlich nur einen, ne? Ja, okay, kriegen wir nur einen. Ist aber nicht schlimm. So, einmal bitte duplizieren. Denn jetzt haben wir mehr Tische. Okay. Das ist doch mal eine gute Menge an Tischen. Jetzt müssen wir noch einmal gucken wegen... Weiß ich gar nicht. Ist das hier Fenster? Ja, hier haben wir Fenster. Gewöhnliches Fenster, langes Fenster, langes breites Fenster, ausgefallenes breites Fenster. Haben wir ein ausgefallenes breites Fenster? Ausgefallene breite Glastür, beide Richtungen. Nee, aber wir machen hier so und so. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen dekoratives Dekor.
So ein bisschen Wandregalgedöns. Hier noch eine Wandvase. Da. So. Gucken wir mal, wie schön es ist. Da war das, ne? Bisschen Ambiente schaffen. Eine fische Vase noch dahin stellen. Und, jeder kriegt so eine verkackte Tischvase noch. Zack. So. Das sollte doch gut laufen, so. Denke ich doch. Denke ich doch. Okay, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar. Ihr wisst, wie das läuft. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, macht die Glocke an, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die nächste Folge kommt. Und ich sage tschüss, bis dann.